Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal. Ich habe heute das Vergnügen, euch den Kia EV6 in der GT-Line vorstellen zu dürfen. Wir werden uns anschauen, die Optik von außen. Wir werden einen Blick in das Auto reinwerfen. Wir schauen uns natürlich die Fahreindrücke gemeinsam an. Wir werden gemeinsam an einem IONITY-Schnelllader laden und uns anschauen, wie schnell kann denn der Kia EV6 laden zu den winterlichen Bedingungen, die wir aktuell haben. Und jetzt kommt eine ganz persönliche Bitte von mir an euch. Und zwar würde ich euch bitten, abonniert den Kanal. Ich bin wirklich stolz darauf, wie viele unterschiedliche Autos wir euch aktuell zeigen dürfen. Und damit es zukünftig auch der Fall ist, bitte ich euch, supportet einfach den Kanal mit einem Abo. Und ich sage hierfür schon herzlichen Dank und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Beginnen wir gleich an dem Punkt, der am kontrovers diskutiertesten überhaupt ist, und zwar das durchgängige Leuchtband am Heck. Das ist schon sehr markant aufgesetzt, vor allem es ist auch gleichzeitig optisch wie so ein Spoiler, der noch mit aufgesetzt ist. Allgemein das Heck sehr, sehr bullig einfach in seiner Erscheinung. Und dieses Leuchtband, was sich wirklich von links nach rechts komplett durchzieht, ist ein sehr kontrovers diskutiertes Designelement. Ich finde es erfrischend, weil es einfach mal was komplett anderes an der Stelle ist. Ja. Wenn wir direkt hier am Heck sind, was mir persönlich nicht ganz so gut fällt, ist die Zugänglichkeit zum Öffnen des Heckdeckels. Ich kann natürlich über die Fernbedienung öffnen, aber ich habe hier unten die Knöpfe und die sind doch relativ weit unten, um dann elektrisch den Kia öffnen zu können, und vor allem sind sie in der Regel auch verschmutzt, und ich habe diese Knöpfe, wir sehen es hier einmal, auch nur auf der rechten Seite, also nicht auf der linken, nur auf der rechten Seite, und da kann ich es entsprechend öffnen. Jetzt kann man auch schließen, genau. Jetzt machen wir wieder zu. Kofferraum gucken wir uns gleich nochmal separat gemeinsam an, aber ja, das ist ein bisschen tricky, aber ich finde, was sehr, sehr geil aussieht, ist, wie der Kia hier hinten die Backen rausstellt. Ja, also das ist schon sehr geil, gefällt mir gut. Und was auch ein sehr sportliches Designelement ist, ist dieser Heckspoiler, den wir hier haben. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass dieser Heckspoiler auch im Grunde über das Fahrzeug leicht hinausragt, also über die Dachlinie hinausragt. Ist sehr aggressiv. In der Mitte auch noch geteilt, das Ganze. Gefällt mir sehr gut, muss ich wirklich sagen. Optisch finde ich, das ist das ganz, ganz toll gelöst. Wenn wir uns die Seitenlinie anschauen beim Kia, ich finde auch, wie Kia hier die Scheiben designt hat, oder ich finde, es sieht richtig so schießschattenmäßig aus. Es wirkt sehr, sehr sportlich für einen Midsize. Ja, ist das ein Midsize SUV? Ist so ein Mix aus Limousine und Midsize SUV. Sieht sehr schön aus. Ja. Parallel jetzt hier in dem Snow White, was wir hier als Außenfarbe haben, also weiß Metallic, haben wir natürlich unsere schwarzen Akzente in der Leiste. Was ich ebenfalls sehr cool finde, ist, wie die Spiegeldesigns sind. Wir haben hier auch wieder ein sehr sportliches Design vom Seitenspiegel. Und jetzt kommen wir im Grunde zur Front. Wir haben tatsächlich nur eine sehr, sehr kurze Fronteinheit, was das Auto optisch, oder was dem Auto einen sehr, sehr sportlichen Auftritt beschert. Und ich muss sagen, wenn man drin sitzt im Auto und man sieht diese Kotflügel hier vorne, erinnert mich das relativ stark an einen, zum Beispiel an einen Porsche, der ja als Designmerkmal über seinen Lichtern auch diese also sehr markanten Konturen hat. Ja.
Ich weiß, es ist kein Porsche, es ist ein Kia, aber diese Designelemente spiegeln sich einfach wieder. Und die Front, finde ich, ist auch sehr, sehr gut gelungen. Ja. Der Kia hat einen sehr sportlichen Auftritt. Ja. Allgemein finde ich, dass der Kia hier vor allem in der GT-Line, so wie hier steht, sehr, sehr sportlich wirkt. Ja. Wir haben eine Gesamtbreite vom Fahrzeug von 1,90 Meter, eine Länge von 4,80 Meter müssten es, glaube ich, sein und eine Höhe von 1,55 Meter. Kurzer Fakt an der Stelle, das Auto gibt es ja als EV6, dann in der GT-Line und dann kommt er noch als EV6 GT Ende des Jahres auf den Markt. Hat dann auch wahnsinnige 585 PS verbaut und der ist dann in der Höhe nochmal 10 cm tiefer gesetzt als die GT-Line. Das Auto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Autohaus ATH in Höfingen. Wir blenden euch auch mal wir verlinken euch entsprechend mal deren Social Media Kanäle. Checkt einfach mal deren ihre Seite aus, wenn ihr euch genau für so einen Kia EV6 hier interessiert. Serienmäßig öffnet der Kia Keyless mit Keyless Go. Die Griffe fahren entsprechend ganz cool raus und wir kommen somit ins Innere vom Auto. Wir haben jetzt hier aktuell verbaut die Stoffsitzkombination schwarz-weiß, wie unschwer zu erkennen ist. Aber das Besondere beim Kia ist, er verwendet recycelte Kunststoffe. Also hier im oberen Bereich haben wir recycelte Kunststoffe, die verwendet wurden. Das ganze Leder, was verbaut ist, ist letztendlich veganes Leder. Und die Fußmatten sind auch aus recyceltem Plastikmüll hergestellt. Werfen wir einen Blick auf die Rücksitzbank im Kia. Punkt 1. Wir haben natürlich, weil es eine vollwertige Elektroplattform ist, auf dem der EV6 hier entwickelt wurde, kein Kardantunnel. Dementsprechend haben wir hier sehr, sehr viel Platz, auch in der Mitte vom Auto. Ich sitze hier hinten sehr angenehm. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, ich kriege bei meiner aktuellen Sitzposition die Füße nicht unter den Vordersitz drunter und das stört tatsächlich ein bisschen. Die Rücken, also die Sitze, kann ich variabel verstellen. Wir haben dazu hier seitlich die Möglichkeit, die in einzelne Raschposition die Sitze auch bis in so eine gewisse Liegeposition zu bringen, was es auf Langstrecke auch ganz bequem macht. Ja, aber ansonsten gibt es hier hinten allzu viel nicht mehr zu sagen. Wir haben von der Sitzbreite her gut Platz. Ich kann mir hier vorstellen, dass man zu drei Erwachsene zumindest auf einer kürzeren Strecke angenehm sitzen kann. Auf Langstrecke zwei Erwachsene gar kein Problem, das ist gut. Wir haben auch die Möglichkeit hier über USB-C am Sitz die Handys entsprechend zu laden oder ein Tablet oder ähnliches, genau. Aber ansonsten gibt es hier hinten nicht mehr allzu viel zu sagen. Wir haben in den Türen noch die Möglichkeit, Getränkeflaschen oder ähnliches unterzubringen und haben hier in der Tür unsere Bedieneinheit für die Sitzheizung. Willkommen in der Schaltzentrale beim Kia EV6. Und ich muss sagen, diese komplette Ausrichtung ist wirklich sehr fahrerorientiert. Wir haben unser ganz normales Tacho Display in dem Fall. Dann haben wir hier das Panorama-Display, so nennt das Kia, welches leicht gewölbt ist oder zum Fahrer entsprechend geneigt ist, sodass es auch hier wieder wie so ein Einkapseln ist. Das spiegelt sich auch wieder beim Dashboard, was entsprechend auch geformt ist und einem das Gefühl gibt, alles für den Fahrer ausgerichtet zu sein. Vor allem auch hier dieses Bedienelement hier in der Mitte mit der Schräge, was optisch auch sehr, sehr schön aussieht. Gibt einem das Gefühl. Ja. Wir haben ein Multifunktionslenkrad, Schaltwippen für die Rekuperation, aber letztendlich sind alle Tasten sehr gut erreichbar. Die Bedienung, da gehen wir gleich bei während dem Fahren nochmal drauf ein.
Wir haben die Möglichkeit, unser Handy hier zu laden. Wir haben eine sehr große Staufach nochmal hier unter der Armlehne. Wir haben zwei Cupholder und wir haben hier unten ein gigantisch großes Fach nochmal, wo wir eine ganze Handtasche unterbringen oder 1,5 Liter Wasserflaschen. Also wirklich sehr großzügig. Wir haben einmal normal USB USB B und Typ B und einmal USB Typ C, welches wir verwenden können für unser Apple CarPlay oder zum Beispiel Android Auto. Das funktioniert nämlich nur über Kabel und nicht über Wireless. Optionales verbaut haben wir auch hier das Glasschiebedach, welches doch hier vorne auch vor allem im Frontbereich eine angenehme Helligkeit einfach im Fahrzeug bringt. Ja. Wir haben hier auch verbaut das große Paket im Interieur, welches unter anderem auch beinhaltet zum Beispiel das Premium Soundsystem und auch die ganzen Fahrassistente und. Aber da gehen wir gleich während dem Fahren ein bisschen genauer ein, wie das Ganze klingt, wie es sich anhört, wie es sich fährt und. Und ich würde sagen, wir gucken ganz kurz noch mal in den Kofferraum rein und dann fahren wir los. Werfen wir den Blick in den Kofferraum rein. Ja, durch unsere abfallende Linie haben wir natürlich auch hier diesen stark abfallenden Kofferraumbereich. Das heißt, hier vorne wird es schon sehr schwierig, größere Gegenstände zu platzieren im Hintergrund. Also im hinteren Bereich funktioniert es natürlich sehr schön. Für die Zahlenfanatiker, wir haben 490 Liter Kofferraumvolumen. Wir haben einen doppelten Ladeboden, wo wir letztendlich hier unten noch mal ein bisschen was unterkriegen. Aber ihr seht schon, wir haben hier unser Warndreieck mit drin. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was, aber das sind alles Kleinigkeiten, die wir hier unten drunter bekommen. Und somit ist das reine Volumen bzw. auch die Praktikabilität im oder der Alltagsnutzen ein bisschen eingeschränkt an der Stelle. Obwohl Kia natürlich hier versucht, durch ein paar Zurösen oder ähnliches Abhilfe zu schaffen. Aber ja, es bleiben halt 490 Liter, die durch ein sehr steil abfallendes Heck doch nur bedingt ist halt wie es ist. Aber wir haben nicht nur hinten einen Kofferraum, sondern wir haben auch einen Frunk. Und den gucken wir uns mal gemeinsam an. Der Frunk ist das hier. Ja, also hier kriegen wir vielleicht unser Ladekabel unter. Maximal, ich glaube auch für arg viel mehr ist das nicht gedacht, weil es sollen immerhin trotz dem geringen Platz hier 20 Liter Kofferraum, also oder 20 Liter Volumen sein, die hier uns zur Verfügung stehen. Ja. Aber besser als nichts. Wir haben hier die Möglichkeit, auf jeden Fall ein Ladekabel unterzubringen für unterwegs. Genau. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir eine Runde. So, wir haben gesagt, wir fahren eine Runde. Und um losfahren zu können, haben wir hier in der Mitte diesen Wahlhebel, den wir letztendlich mit einem Rechtsdreh in den Fahrmodus D bewegen können oder mit einem Linksdreh in den Rückwärtsmodus, einmal in Neutral, beziehungsweise dann wieder rechts über so einen Widerstand drüber, dann in den D-Modus. Vielleicht schauen wir uns ganz kurz noch an der Stelle, was unsere Rückfahrkamera sagt. Wir haben hier eine 360-Grad Rückfahrkamera verbaut, wo wir das Auto entsprechend natürlich sauber sehen. Wir können dann nach hinten gucken. Und hier auch mit unterschiedlichen Perspektiven. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist jetzt links und rechts. Wenn wir jetzt fahren, dann sehen wir das entsprechend. Genau, also das ist nach hinten gerichtet, links und rechts. Dann haben wir die normale Ansicht, wo wir dann auch sehen, wie wir uns bewegen. Und dann von vorne nochmal, das ist diese Anhängeransicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Anhängerkupplung hätte und fahre einen Anhänger ran, dann zeige ich, kann ich genau mit der Anhängerkupplung dann mittig unter meinen Anhänger drunter fahren. Und dann wieder zum Rückwärtsfahren oder Einparken sehen, wie ich stehe, die entsprechende 360-Grad-Kamera. Genau. Wenn wir nach vorne fahren, sehen wir das Ganze auch. Also die seitlichen Kameras vor allem können auch nach vorne schauen. Jetzt sehen wir hier die Reifen. Genau. Und dann sehen wir, wie wir
uns bewegen. Ganz interessant ist, die Kameras haben wir nicht nur beim einen Ausparken, sondern auch wenn wir den Blinker betätigen, sehen wir die gleiche Kamera, sehen wir im Grunde wie so ein Rückspiegel nochmal. Ja? Also entweder nach links oder nach rechts jetzt nochmal an der Stelle, sehen wir, hinter uns steht ein Auto, das müssen wir fahren. Aber sehen wir, wie, also sehen wir einfach das Bild nach hinten und haben im Grunde dann keinen toten Winkel mehr an der Stelle. Das finde ich ganz, ganz interessant und schön gemacht. Vor allem sehen wir auch, wie nah wir an dem Bordstein zum Beispiel dran sind oder ähnliches. Das gehört mir ganz gut. Der Kia verfügt, also in der GT-Line, verfügt er auf jeden Fall über drei Fahrmodis. Wir haben den Fahrmodus Sport, den wir jetzt gerade gewechselt haben, Eco und Normal. Entsprechend ändert sich auch immer diese Display-Anzeige. Im Eco habe ich ja diese nach unten geformten Flügel. Das Ansprechverhalten im Eco-Modus ist auch wirklich deutlich sanfter. Die Lenkung geht ein klein bisschen leichter. Das ist ja letztendlich auch eine elektronisch variabel einstellbare Lenkung, die wir hier haben. Die Gasannahme ist natürlich deutlich entspannter und das Auto beschleunigt natürlich nicht so schnell oder so vehement wie in Normal oder sogar im Sportmodus. Die Ansichten, die wir hier haben, finde ich, sind auch ganz interessant gestaltet. Wir sehen immer auf der rechten Seite den Power-Abfluss. Wir können uns das Ganze auch über uns hier anzeigen lassen, welcher Elektromotor gerade welche Leistung bekommt. Wir haben zwei Synchronmotoren, die hier das Auto antreiben. Und umso stärker ich beschleunige, sieht man jetzt, okay, wir fahren immer nur noch mit dem Hinterradantrieb. Und wenn ich jetzt mehr beschleunige, kommt dann der vordere Motor mit dazu und gibt die Leistung ab. Wenn wir jetzt wie in diesem Moment rekuperieren, sehen wir es entsprechend hier, wie der Balken nach hinten geht. Wenn ich jetzt bremse, wird er umso mehr und wir rekuperieren die Leistung zurück in die Batterien. Genau. Dann haben wir den Sportmodus. Man hat direkt schon gemerkt, da geht er deutlich vehementer voran. Ja. Und wenn wir jetzt hier auch nur ein bisschen stärker beschleunigen, gehen direkt beide Motoren in Einsatz und beschleunigen das Auto einfach. Angegeben ist er übrigens von 0 auf 100 in 5,2 Sekunden und ist damit sehr flott. Wenn ich es noch nicht erwähnt habe, 325 PS an Leistung und eine Batteriekapazität von 77,4 Kilowattstunden haben wir hier verbaut. Genau. Und somit kriegen wir eine WLTP-Reichweite von 522 Kilometer. Ich schaue hier mal nochmal nach, wenn es falsch ist, blenden wir es ein. Aber ich bin der Meinung, 522 Kilometer sind es aus dem Kopf raus. Genau. Kommen wir mal auf ein Thema zu sprechen, und zwar natürlich, wie fährt sich das Auto? Ja, das wird viele ganz stark interessieren. In den einzelnen Modis beschleunigt er unterschiedlich schnell. Wir hatten es gerade eben schon, 5,2 Sekunden sind wirklich sehr zügig. Leistung hat der Kia mehr als nur ausreichend. Wer natürlich noch mehr haben will, der kriegt mit dem Kia GT 585 PS und wahrscheinlich eine brachiale Beschleunigung. Aber der Kia in der GT-Line fährt schon sehr, sehr schön. Vor allem muss ich sagen, die Koreaner haben eine tolle Abstimmung geschafft, was ein guter Mix aus Komfort, aber auch doch ein Hauch von, oder auch Sportlichkeit mit sich bringt. Ja? Also wir fahren jetzt hier gerade auf einer Landstraße, die nicht die allerbesten Straßenverhältnisse mit sich bringt. Und trotzdem ist es so, dass es nicht zu straff ist, aber wir spüren schon auch die Unebenheiten, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also ich persönlich finde, da hat Kia einen sehr, sehr schönen Spagat geschaffen, auch was die Abstimmung und der Lenkung anbelangt. Also ich finde, die ist super direkt und nicht zu schwergängig. Im Sportmodus haben wir einen Ticken mehr am Widerstand einfach, den ich habe bei den Lenkbewegungen, und entsprechend, so wie ich es mir auch vorstelle, im Komfortmodus ist das Ganze einfach ja ein Ticken einfacher und angenehmer zu handeln. So viel zum Thema Komfort.
Wir gehen gleich noch mal ein bisschen auf die Bedienung ein, die wir hier haben im Kia, was das Navigationssystem anbelangt. Wir haben im Grunde so einen Homescreen, den wir hier auch abgebildet haben. Da sehen wir ein paar Wetterdaten. Wir sehen die aktuelle Kapazität im Akku. Wir sehen die entsprechend dahinter noch verfügbare Restreichweite. Und wir haben hier eine sehr dezent angedeutete Landkarte. Wenn ich auf diese Landkarte gehe, komme ich ins Navi rein. Ich habe dann hier auch noch, sehe dann im Grunde die Route und habe dann hier verschiedene Shortcuts, die ich mir anzeigen kann von Informationen nochmal zum Akku oder Radio, Wetter, Kalender etc. Und. Ja. Wenn wir wieder zurückgehen in die Übersicht, dann haben wir, wie gesagt, hier drei so Menüpunkte. Ah, jetzt. Die hatten wir gerade eben und dann hier ist das Hauptmenü im Grunde versteckt beim Kia, wo ich dann über die einzelnen Menüpunkte natürlich in die jeweiligen Einstellungen reinkomme. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, wie die aufgebaut sind und unter welchem Modus ich was befinde. Es ist aber schon auch selbsterklärend und nicht zu komplex aufgebaut. Und somit ist das echt wirklich vernünftig und anständig. Ja. Was ein bisschen komplexer ist, muss ich sagen, ist die Bedienung hier unten. Ja. Die ist auf der einen Seite ziemlich cool, weil ich kann nämlich, wenn ich hier auf diese Pfeiltasten gehe oder was das ist, dann komme ich hier in eine Schnellmenüleiste rein. Und diese Menüeinheit kriegt eine andere Funktion. Ja. Jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, ich will ins Navi rein, dann springt er mir ins Navi rein. Ich will mir die aktuelle Karte anzeigen, dann komme ich in die Kartenfunktion rein. Wenn ich sage, ich möchte den aktuellen Radiosender verändern, kriege ich das entsprechend und so weiter oder in die Einstellungen oder ich mache hier einen Favorit und komme in den Favorit rein. Ich kann hier mein Media-Medium verändern und ich habe dann hier laut und leise. Wenn ich wieder drauf drücke, ändert sich die komplette Funktion, die wir dahinter haben, zu unserer klassischen Menüeinstellung. Ja. Das heißt, ich kann hier die Temperaturen einstellen, ganz normal, über unseren Drückdrehsteller und habe dann die Möglichkeit, das komplette Klimamenü zu bedienen, welches ich aber auch hier oben bedienen kann. Also wenn ich hier in meinem Hauptmenü drin bin und sage Klima, habe ich dann nochmal die Möglichkeit, theoretisch die Klimaeinstellungen separat einzustellen. So, was ich jetzt schon beim Fahren einfach festgestellt habe, ist, und das ist ein bisschen was mich getriggert hat, ist, ich habe hier diese Touchbar, wo ich die Sitzklimatisierung als auch die Sitzheizung, sowohl auch die Lenkradheizung für den Fahrer als auch für den Beifahrer einstellen kann. Und wenn ich, sobald ich hier was gemacht habe, habe ich automatisch meine Hand irgendwo hier drauf und ich bin immer irgendwo drauf gekommen und habe dann letztendlich was eingeschalten oder ausgeschalten, was ich gar nicht wollte. Ja? Also das ist mir ein bisschen, ja, nicht negativ aufgefallen, aber das stört schon ein bisschen. Ja? Weil jetzt im Winter, ich habe tendenziell eher die Sitzheizung an und ich komme auf die Sitzklimatisierung und ich frage mich, ja, warum wird es denn jetzt auf einmal kalt? Ja, ich bin aus Versehen drauf gekommen und habe es gar nicht mitbekommen. Ja? Kommen wir auf das Thema Assistenzsysteme zu sprechen. Der Kia ist wirklich vollgepackt mit Assistenzsystemen. So ist es zum Beispiel selbst so, wenn ich jetzt einfach nur auf der Autobahn entlang fahre und ich möchte die rechte Spur wechseln und ich vergesse zu blinken, dann zieht der Kia, wie ihr gerade gesehen habt, richtig vehement zurück. Ich mach's nochmal hinter uns, ist nichts. Zack. Hat mich richtig berührt und gesagt, gut, Lenkrad nicht loslassen. Das habe ich jetzt nur zur Verdeutlichung gerade gemacht. Aber er zieht richtig vehement ein wieder rüber auf die Spur. Ja. Wir können natürlich auch mit dem Assistant Speed Control hinterher fahren, das heißt automatisiert oder teilautonom fahren. Und jetzt zeigt er uns das vorausfahrende Fahrzeug an, das Fahrzeug, was sich aktuell nähert. Er zeigt uns das auch im Head-Up-Display an, was den Abstand anbelangt vom Fahrzeug. Das können wir uns auch einstellen, Abstand 3214 aktuell über die Lenkradtasten. Aber jetzt kommen wir gleich in den Tote-Winkel-Bereich vom Auto und dann zeigt er uns das nämlich an. Genau.
Er zeigt es mir hier unten an, aber er zeigt es mir auch im Head-Up an, dass hier sich ein Auto im Tote-Winkel-Bereich befindet. Ja. Finde ich, ist sehr, sehr cool gelöst von Kia. Mir nicht nur in den Spiegeln die Info zu geben, sondern auch im Head-Up-Display als auch in der Tacho-Anzeige. So, jetzt gucken wir, schalten wir mal das auch. Gehen wir mal auf. Ja, hier ist unbegrenzt 130, 140, 150 und lassen einfach den Kia mal hochbeschleunigen. Dazu gehen wir mal in den Sportmodus, mal gucken, ob es ein bisschen zügiger macht. Genau, Kia beschleunigt jetzt automatisch hoch auf unsere eingestellten 150 km/h. Er hält auch super die Spur, muss ich sagen. Ich muss aber immer die Hände am Lenkrad lassen, weil wenn ich sie wegnehme, kommt es relativ schnell. Ja. Wieder wegnehmen, also Hände wieder ans Lenkrad, aber jetzt geht es ziemlich lang. Ja, jetzt kommt wieder die Info, Hände ans Lenkrad und wir fahren. Sehr angenehm hält der Kia das Auto in der Spur. Das macht er wirklich gut, er signalisiert uns wieder das nächste Auto. Also das funktioniert wirklich toll, ja. Das passt. Windgeräusche und Abrollgeräusche bei 150 sind jetzt schon auch da. Das ist nicht zu leise, aber ist jetzt auch nicht mega störend. So, wir haben jetzt gerade mal eine Strecke vor uns, die komplett frei ist. Jetzt schauen wir mal, mit 185 km/h ist der Kia abgeregelt. Oh, ihr hört es jetzt auch schon. Ich spreche jetzt auch schon deutlich lauter, weil es einfach laut geworden ist. 192. Ja, 192 ist alles Vollgas zum jetzigen Zeitpunkt, 193. Also das scheint auch wahrscheinlich die eingetragene 185 sein, was der Kia an Geschwindigkeit macht. Ja. Mehr als 193 geht nicht. Jetzt kommt ein Auto im Tote-Winkel-Bereich, hat uns auch angezeigt. Super. Ja. Jetzt bremsen wir ab. Hier ist 120 wieder. Ja. So. Also Windgeräusche sind doch schon auch vorhanden, ja. Also vor allem bei jetzt den Geschwindigkeiten, wie wir gerade eben hatten, 190, ist jetzt nicht so ohne, ja. Muss man schon sagen. Okay, wir fahren jetzt noch mal kurz ein paar Prozent aus dem Akku raus, weil wir wollen mit euch einmal testen, laden am besten von 10% an. Mit welcher Ladegeschwindigkeit können wir laden? Wir werden dann nicht mehr auf 80% dann gleich hochladen können. Dafür reicht uns wahrscheinlich die Zeit nicht. Aber wir wollen eine Ionity-Geschwindigkeit aufsuchen für euch. Und wir wollen von 10% auf an laden bei 5 Grad Außentemperatur. Aber ich würde sagen, wir sehen uns jeden Augenblick wieder an der Ionity. Also ich würde sagen, das ist nahezu eine Punktlandung. 11%. Und wir haben uns echt Mühe gegeben, dass wir jetzt runter bekommen von irgendwie 40% aufwärts oder sowas, also oder knapp 50% jetzt auf die 11%, weil wir das wirklich testen wollen, wie er an der Ionity funktioniert. Und ich habe auch keinen Ladetarif bei einer Ionity oder sowas, das heißt, wir zahlen auch gleich richtig schön Geld für die Kilowattstunden. Ne? Aber mir ist das das wert für euch. Oh, guck mal, da Ionic 5, der LED. Aber ich würde sagen, wir stellen uns an und gucken mal, was die Ladesäule sagt. Hinten rechts ist unser Anschluss. Wir können das Ganze auch von hier innen drin direkt über uns öffnen, aber wir machen es von außen, um es euch einfach mal zu zeigen. So. Hier hinten rechts verbirgt sich das Ganze. Genau, einmal drücken, dann geht das Ganze auf. Dann habe ich hier für den Schnellladefunktion. Ah, der telefoniert an. Okay, ich dachte gerade schon. Das Ganze. Wir stecken unseren Ionity ein. Und dann machen wir. Ja, ich habe leider nur diese ENBW-Karte. Jetzt müssen wir die schon draus suchen. Sekunde. Genau. Ja, Zahlung akzeptiert und es geht direkt los. Kommunikation wird aufgebaut. Was vielleicht noch hochinteressant ist für alle, die sagen, was?
Kia EV6, ich wollte gerade IONIQ 5 sagen, aber Kia EV6, wir haben hier das bidirektionale Laden, das heißt, ich habe auch die Möglichkeit mit einem Adapter, der mitgeliefert wird, entsprechend mein E-Bike zu laden oder einen kleinen elektrischen Verbraucher zu betreiben. So, 11% haben wir, das passt. Und wir laden jetzt aktuell schon mit 70, wir bauen das Ganze auf. 690 Volt aktuell, 170 Ampere gleich. So, 117 kW an Ladegeschwindigkeit. Wir hatten die Ladesäule als Ziel im Navi hinterlegt. Wir sind gefahren wie Schwein aktuell, um alles auf Temperatur zu bringen. Das heißt, selbst wenn es nicht vorkonditioniert ist, haben wir wirklich durch unsere Fahrweise das Ganze vorkonditioniert. 119 kW. Machen sollte er eigentlich 240 kW, weil der IONIQ oder der Kia verspricht an der IONIQ von 10% auf 80% in 18 Minuten unter Optimalbedingungen. Aber 120 kW ist dann doch ein bisschen mau. Also ist jetzt nicht schlecht, ja, aber von unseren 240 ist das halt genau die Hälfte davon. Ja. Naja, wir schauen mal, wie es sich entwickelt und holen euch gleich nochmal ab. So, innerhalb von kürzester Zeit haben wir immerhin jetzt eine Ladeleistung von stabilen 200 kW geschafft. Wir haben jetzt schon hier knapp 20 Kilowattstunden geladen. Laden jetzt auch mit 750 Volt und 270 Ampere. Also ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr stabile Ladeleistung, die ja gerade durchgeht. Vor allem, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben hier ganz sicher auch nicht die allerneueste und aktuellste Version vom Hypercharger von IONITY, obwohl hier trotzdem draufsteht, dass er 350 kW DC kann. Ja? Also das sollte schon mal sein. 231 kW aktuell. Also jetzt laden wir nahezu mit der maximalen Leistung, die das Auto auch kann. Also das hier ist schon krass. Also auch beim Porsche Taycan habe ich diese Werte bisher noch nicht gesehen an der Ladesäule. Ja. Also ziemlich geil. Wir laden noch ein bisschen was auf, dass wir weiterkommen und dann brechen wir auch schon wieder ab an der Stelle. Aber wir laden jetzt noch ein paar Prozent auf. So, wir haben jetzt 55%, 38 Kilowattstunden nachgeladen und jetzt ist auch uns gerade eben die Leistung eingebrochen. Also von man hat's im Auto, hat man die ganze Zeit was Brummen hören, dann ist das Brummen weg gewesen und dann ist auch die Ladeleistung eingebrochen. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht genau sagen, was da ist, aber wir haben gerade eben noch mit 237 kW geladen, was richtig anständig ist. Wir haben gerade eben für über 150 Kilometer Reichweite dazugeladen, das Ganze entkoppelt und jetzt geht es auch direkt wieder. Also man kann hier über die Klappe auch über den Knopf elektrisch zumachen oder mit dem kleinen Wink, so wie ich das gemacht habe. Wir steigen wieder ein. Kommen wir zum Fazit beim Kia EV6 GT-Line. Meine Erwartungen an das Auto waren hoch. Und die Erwartungen konnten auch zum Großteil erfüllt werden. Der Kia fährt sich wirklich gut. Ja. Er macht einen tollen Spagat zwischen Komfort mit einem Hauch an Sportlichkeit, was ich bei dem Auto auch erwarten darf an der Stelle, auch aufgrund des wirklich sehr sportlichen Auftritts der Optik, spiegelt sich das Ganze auch in den Fahreigenschaften wider. Der Kia ist wirklich solide verarbeitet und wir bekommen für das Geld, welches wir hier investieren beim Kia, ein Auto, welches auch pickepacke voll ist mit Assistenzsystemen, großem Soundsystem und, und. Also mit dem Auto kann man wirklich seinen Spaß haben. Der Alltagsnutzen ist für meine Bedürfnisse ein bisschen eingeschränkt aufgrund der Form des Kofferraums oder der Gestaltung des Kofferraums, weil ich einfach einen großen Hund habe und ein Kind und dann wird es einfach schwierig mit Buggy, Hund, Kind etc. die alle unterzubringen, also das Kind nicht in den Kofferraum, aber den Buggy und den Hund in den Kofferraum und dann gegebenenfalls noch zusätzliches Gepäck. Da wird einfach durch die Gestaltung des Kofferraums das Ganze ein bisschen schwierig. Ja? Aber das geht ja nur hier um meinen persönlichen Anwendungsfall. Eurer kann ein bisschen anders ja aussehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Es war informativ, ihr habt ein bisschen was erfahren über den Kia. Ich bin nach wie vor beeindruckt über die Ladegeschwindigkeit vom Kia. Also wirklich Chapeau, Hut ab an der Stelle. Und ich würde sagen,
Wenn ihr euch für den Kia interessiert, checkt ruhig mal die Seite und die Instagram- und Facebook-Kanäle vom Autohaus ATH ab, die uns freundlicherweise den Kia zur Verfügung gestellt haben. Und an der Stelle verabschiede ich mich und sage Servus und Ciao, euer Florian.